Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Yu-Gi-Oh! Online. Heute mit dem, Heute auf jeden Fall mit dem Marik OCG-Deck. Ja, ihr hört richtig, ein OCG-Deck. Neckfuss? Hä? Gut, ich habe keine Ahnung, was er damit meint mit Necros. Okay, Teil der Könige. Gefällt mir schon mal. Gut, auf jeden Fall hat dieses Deck so gut wie alles, was... so gut wie alles, was hier das Marek Deck, also das Marek Structure Deck hat, hat es eigentlich so ziemlich alles, bis auf Unterschiede. Also es hat Karten aus Pharaonic Guardians vor allem, aus der Booster-Serie, aber es hat auch ganz viele andere Sachen drin. Okay, Schattenpuppe Falco, ich kenne die Karten wieder nicht. Hymne des Lichts, sieht schon mal nice aus. Oh, Saphira, Königin der Drachen. Du kannst eine dieser... Okay, warte mal, was? Bestimmt wurde, oder falls er nicht mit deiner Hand oder von der Welle geht, nur so lange. T2K und dein Gegner wird für deine Hand, aha. Ist ja schon mal ein Shit-Happens-Effekt. So, gehst du erstmal auf den Friedhof. So nicht mit mir, so nicht. So geht das nicht. Aber schade, dass mein Anführer der Grabwächter schon der down ist. Nein! Wieso? Fuck. Fuck. Falsche Karte, falschen Zug gemacht. Ja, reingeh ich, ist klar. Scheiße. Na, machst du wieder den gleichen Zug mit Hymne des Lichts? Wird mich nicht wundern. Schattenpuppe, Ungeheuer. Eule des Glücks, wähle eine Spielfeldzauberkarte aus deinem Deck, mische dein Deck und lege die gewählte Karte. Ja. Was? Was? Was ist das denn jetzt? Aktiviere diese Karte in dir und du 1000 LP als Effekte von der Hand. Effekte von Monstern in der Hand können nicht aktiviert werden. Habe ich auch nicht vor. Erstmal 0 Angriffspunkte. Das ist der Filzere Gerald. Ey, es funktioniert. Es hat funktioniert. Eine Karte verdeckt. Ja, auf jeden Fall ist das Deck hier auf jeden Fall nicht wirklich dolle. So, spielen wir erstmal Gagagio. Wer wieder bodenlose Fallengruppe. Was ist das denn jetzt? Wenn er mal so beschworen wird oder wenn er zum zahle 1000 Life Points und annulliere die Beschwörung. Also dies tust, zerstöre diese Karte. Fuck. Immer zieht er so eine Fallenkarte, spielt sie verdeckt und dann immer wenn ich ein Monster opfer. Ist doch nicht normal. Ein Ritualmonster. Okay. Dann kannst du deine Hand einfach. Okay. Solange sich ja wird jedes Mal das. Okay. Dann spielen wir das hier. Haha, stolpern. Das heißt, jedes Monster geht erstmal schön in die Verteidigungsposition. Ja gut, teilweise schlecht für mich, aber momentan, was ich auf der Hand habe, ist das sowieso. Egal. Also was haben wir denn jetzt hier noch? Wenn diese Karte wird, diese Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden. Geil. Das ist doch schon mal nice. Oh, so, dann spielen wir mal. Geht jetzt aber in Verteidigung, das ist aber egal. Gut, du bist. Effektverschleier? Jo, Effektverschleier. Habe ich sofort erkannt an dem Bild. Okay, ich spiele nochmal Teil der Könige.
Hat er zweimal gehabt. Aber ich verstehe es nicht, was da... Ach so. Okay. Gewonnen. Geil. Also ich hätte es niemals gedacht, mit dem Marek OCG Structure Deck zu gewinnen, weil das ist einfach nur eine andere Reihung von Scheißkarten zu Scheißkarten. Und ja, das haben die Japaner nur bekommen, dieses Deck, was ziemlich bescheuert ist. Und ich verstehe jetzt nicht, was er mit Necros meinte. Wahrscheinlich irgendwas, dass ich mit sowas habe. Ja gut, teilweise hatte ich es ja mit Anführer der Grabwächter, ne? Ein paar Grabwächterkarten waren hier auch drin, aber hey, scheiß drauf, wir haben gewonnen. So. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Yu-Gi-Oh! Online Season 2 wieder. Bis dann und haut raus. Ciao.